Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Runde Dark Souls. Und jetzt gehen wir gleich wieder zurück in die Hölle. Aber ich will eine Sache noch kurz gucken, nämlich. Ich habe gerade gesehen, ich kann theoretisch eine Naja, ich Kristallwaffe glaube vor allen Dingen. herstellen. Glaube ich. Oder auch. Doch, Dark Kristall. Was ist daran besonders? Achso, das macht Magie. Okay. Ich wusste nicht mehr, was Kristallwaffen genau machten. Aber das ist schön, wollte ich. Achso, ich wollte jetzt eigentlich mein Schwert mit Feuer durchwirken, oder? Obwohl nicht da unten, nicht für da unten, das wäre dumm. Weil da unten ja alles mit Feuer kämpft. Ich gehe davon aus, dass die ziemlich feuerimmun sind. Warte. Genau, das habe ich jetzt auf plus 6 aufgewertet. Genau. Damit macht es halt deutlich mehr Schaden. Mehr geht aber wohl nicht. Quatsch. Ich wollte nichts entfernen. Was habe ich jetzt entfernt? Achso, ich hatte gar nichts entfernt. Okay. Zurück. Mache ich hier eigentlich? Bin ich bescheuert, ey, hier zurück so? Okay, habe ich nichts mehr, habe ich nichts mehr, habe ich nichts mehr. Okay. Ja, ich habe gestern das erste Mal gespielt, deshalb war ich jetzt kurz verwirrt. Genau, habe ich auch nicht. Okay. Dann werden wir jetzt mal in die Dämonenruinen. Ich weiß, dass es da links von mir noch einen Boss gab, wo das hier reinführte. Ich bin echt am überlegen, ob ich den zuerst mache oder erst die Dämonenruinen. Eigentlich will ich erst die Dämonenruinen machen. Weil. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier oben war ja der Wurm auf Doom. Und da hinten, da ist ein Boss. Das war mir überhaupt gar nicht erst aufgefallen. Aber von hier aus kann man die Geschosse ausschalten. Und dann kann ich viel entspannter dahin gehen. Weil jetzt muss ich sowieso erstmal meine Seelen zurückgewinnen. So, zack, zack, okay. Mein Schwert war ja vorher plus 4, glaube ich, und jetzt ist es plus 6, also es dürfte deutlich mehr Schaden machen. Was mir auf jeden Fall helfen sollte. Ich habe immer noch das Schild drin, was Feuer extrem gut, also was extrem effektiv gegen Feuerschaden ist. Bruder, komm mal her. Genau, Backstabben, nice, so muss das sein. Und aufstehen und. Oh. Und nochmal Backstabben. Kleines Scheißviech. Okay, und zurück. Bisschen Distanz. Ach man. Ja, ich weiß. Okay. Achso, der stirbt automatisch. Okay, nice. Ja gut, mehr oder weniger nice. Kleine Titanic-Scherbe. Wieso können die nicht mal große droppen? Das wäre viel besser. Da könnte ich runter und den da will ich angreifen auf jeden Fall. Hier noch einer? Nee. So, komm her, mein Freund. Bei Fuß. What the fuck, Alter? Was hat denn der für eine Schlagkombo drauf? Ich habe auch eine Schlagkombo drauf. Oh. Vergiftet. Der vergiftet? Naja, gut. Schon eine kleine. Also mit kleinen Titanitscherben kann ich inzwischen die Leute totwerfen. Das ist sehr schlimm. So, kommt her. Oh, das ist nur der Gifthauch-Typi. Ja, ist nur der Gifthauch-Typi. Na toll. Ja, ich weiß. Okay, doch. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört von wegen Vergiftung, genau. Dann hau ich mir das Ding mal rein. Krieg ich nicht die ganze Zeit Damage. Und mach's gleich jetzt raus. Quatsch, da entfernen. Ich hätte es auch einfach normal benutzen können, fällt mir gerade auf. Na, egal. So, ich brauche jetzt aber einen von den Nahkämpfern am besten. Okay, da habe ich bestimmt einen mitgepult. Hoffe ich doch mal. Und raus aus dem Giftnebel. Ja, es macht schon deutlich mehr Schaden. Wahrscheinlich wäre hier mein Eisschwert sogar gar nicht so schlecht, fällt mir gerade ein. Weil die sind ja alle. Oh. Der hat mich angerülpst.
Na, komm her. Okay. Tot, du Lappen. So. Wow, das war echt von uns beiden eine grandiose Leistung, muss man einfach mal sagen. Aber ich habe die Schadens, die Schadens. Ich habe den Schadensvorteil, wollte ich sagen. Nicht die Schadens. Ich habe die Schadens, Junge. Das ist meine Seele. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen ich hatte. Oh, gar nicht mal so wenig. Nee. Die da wollte ich. So, dann werden wir den da einmal pullen. Und uns hoffentlich diesmal nicht von ihm umbringen lassen. Ich hasse den Typen jetzt schon. Alter! Wie viel Schaden der raushaut. Okay. Alter, fick dich. Okay, das wären meine absoluten Hassgegner. Das weiß ich jetzt schon. Das wären meine absoluten Hassgegner, die Viecher. Die sind ja so zum Kotzen, ey. Boah. Alter Schwede, was ist denn bei denen verkehrt gelaufen, ey? Ich glaube, da nehme ich ein großes, da nehme ich ein mächtiges Schwert. So, warte mal kurz. Ich probiere jetzt einfach mal mit meinem Großschwert. Ist mir scheißegal. Jetzt wird hier einfach, jetzt werden hier Nägel mit Köpfen gemacht, ey. Beziehungsweise jetzt werden ihre Köpfe abgetrennt. Bam. Oh, macht auch nicht mehr Damage. Wow. Okay, das läuft jetzt ja nicht so gut. Das läuft jetzt mal gar nicht so gut. Ich dachte irgendwie, das läuft besser, aber es läuft schlechter einfach nur. Was ist das Scheißviech da in die Ecke? Okay, das heißt, ich werde wieder, werd doch wieder die Waffe wechseln. Das macht halt einfach zu wenig Damage im Moment. Mein Langschwert ist halt auf, ist halt deutlich weiter aufgewertet. So. Da werde ich mir jetzt erstmal meine Seelen holen. Oder auch nicht. Bam, 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 bam. Spasti, ey. Der hat doch gar nicht geblockt. Da habe ich erstmal einen Schlag eingesteckt und zwar sogar extra. Damit ich nämlich noch genug Ausdauer habe zum Zuhauen. Her. Fertig. Okay, kleine Zenitscherbe. Jetzt nicht unbedingt so gut. Ja, da müsste auch vergiftet worden sein. Geht doch. Das war aber schon knapp. Das war aber schon sehr knapp. Okay, wie kriege ich den Arschkopf da hinten tot? Irgendwie muss ich ihn ja tot bekommen.
Sonst da ist ja noch ein zweiter. Oh Gott. Ah! Genau, ich konnte mich nicht mal bewegen. Geil. Ja, natürlich, ist richtig. Die Gegner sind ja richtig fair. Was kann man gegen die Lappen machen, ey? Egal, weiter. Muss ja irgendwie laufen, ne? Alter, 10 Minuten und die Gegner regen mich echt auf, weil die halt echt so sind, so. Du versuchst normale Sachen zu machen, ist mir egal, weil du bist halt ein. Kann ich die umgehen eigentlich? Okay, kann ich nicht. Kann ich das scheiß Viech hierher locken? Komm her. Du Spast. Okay. Hallo, herkommen. Geht doch, so, nice. Nicht einen Dings verbraucht. Sehr schön. So will ich das haben. Gehe ich vielleicht doch erst runter? Oder geht's hier einen Weg lang? Nee, ne? Hier gibt's, glaube ich, keinen Weg lang. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr von den Scheißviechern. Sind da unten auch, welche, die beschwören? Oder sind das einfach Kugeln? Kann man die abschießen? Wow. Ach, die kann man wirklich abschießen. Das ist extrem geil. Okay, ich beschwere einfach eine neue. Okay. Da unten steht noch so ein Hansel. Davon gibt es hier ganz schön viele, habe ich das Gefühl. Also bei denen kann man die Dinger echt farmen, aber wahrscheinlich braucht man sie schon da nicht mehr. Und besonders kann man sie, glaube ich, schon kaufen. Okay. Ich mach den kurz. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich will nicht unbedingt vergiftet werden. Ah, okay, geht aber. Ja, kotzt du mal wieder. Genau, so will ich das haben. Schon wieder kleines hier in die Scherbe, Alter. Die kacken die echt aus. Okay, das war nice. Kann ich zu dem anderen vielleicht hinlaufen und ihn einfach so umbringen? Wäre jetzt mal ein Versuch wert, ne? Sterben tue ich wahrscheinlich sowieso. Da steht so ein Arsch um die Ecke. Hallo, ich bin ausgewichen, verdammte Kacke nochmal. Lass mich ausweichen, lass mich ausweichen, lass mich ausweichen, lass mich ausweichen. Stirb! Gott. Okay. Übelste Scheißgegner, muss man einfach mal sagen. Hallo, ich bin. Genau, ich war noch in der Ausweichrolle. Und ist richtig, ist richtig, ist richtig, ist richtig. Lass mich raus hier, lass mich raus hier. Ich hau mir gleich zwei rein.
stirb! Puh, ey, Gott, sind die zum Kotzen, die Viecher! Ich hoffe, das sind nicht die Standardgegner hier unten, dann kriege ich eine Krise. Das Ding ist nicht am Leben, oder? Nee. Okay. Als würde ich den nicht sehen. Ich will den da oben abschießen. Okay, normale war. Gut, warte mal. Eisschwert. Bringt auch nichts, okay. Würde mich wundern, aber Feuerbombe? Bringt gar nichts. Bringt was gegen die? Einfach die ganze Zeit draufkloppen? Na gut. Kann ich auch machen. Dauert halt ein bisschen, ne? Es gibt doch bestimmt eine Variante, wahrscheinlich Magie oder sowas, wie man die ein bisschen leichter umbringen kann. Du denn? Hm. Okay. Kann ich da rüber springen? Wenn ich nicht rollen würde, ja. Könnte ich wahrscheinlich. Hm. Bin recht froh, dass ich da so schnell reagiert habe. So, komm du mal her. Kein Bock dahin mit dem Viech dahinter, hinter dir. Oder was, ob da ein Viech auch drin ist. What the fuck, wie weit das Viech einfach Range hat. Weil diese Feuerschleime werden bestimmt irgendwie Explosionen verursachen. Oh Gott. Mal einen Schluck trinken. Was auch immer er hat. Ja klar, kleine Titanitscherbe. Alter, die Dinger. Es ist ja gut, dass man Sachen verkaufen kann. Okay, hier ist nichts. Auch kein Schleim am Wo. Oh, hier. Schleim? Glut. Also ich glaube, die wollen, dass ich hier Glut einsetze. Habe ich nur so ein bisschen das Gefühl. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch mal. Dann können mich diese blöden Kackviecher auch mal ein bisschen mehr am Arsch. So. Irgendwo Gegner's. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, hier kam ich her. Oder? Oh, nee. Neues Bonfire. Das ist ja angenehm. Das entzünde ich doch mal gleich. Aber ich werde mich nicht dran setzen. Hm. Das ist aber schon eine scheinbare Wand. Geil. Okay, das wusste ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Kann sich auf jeden Fall einen Überblick verschaffen. Ich lege meine Nachricht. Nachricht. Vorlage. Zeit für. Hm.
Darfst du nicht. Aktion. Ort? Nee. Wo ist denn das? Es ist normal. Ach Gott. Aktion. Ort, Orientierung. Ort vielleicht? Das ist ja Illusion, will ich ja haben. Aktion. Konterschutz, Zauberspringrollen. Zurück. Technik, Illusion, vielleicht hier. Ist auf Fluch dabei. Ich blind. Objekt, Leuchtfeuer, Truhe, Schild, Geschoss. Illusion, da. Zeit für Illusion. Abschließen. Ja. So, dann haben wir die auch gelegt und dann werde ich jetzt mal die Slimies da oben. Ja, ich kann ihn halt einfach nur kaputt kloppen. Oder, warte mal, da hinten war eine Nachricht. Hier war eine Nachricht. Ach so, Vorsicht vor Oberhalb. Ja gut, das ist natürlich auch gut. Ich muss halt meine komplette Ausdauer leer schlagen gegen das Viech, und zwar mehrfach. Ist halt irgendwie schon so ein bisschen kacke. Also es gibt bestimmt irgendeine Art von Schaden, die ein bisschen schneller umbringt. Ich kann natürlich auch einmal durchsprinten, aber ich sprinte jetzt ehrlich gesagt bei Dark Souls nicht unbedingt so gerne durch. Mal machen Bolzen den mehr. Ne, Bolzen hatte ich ja schon geguckt, machen ja noch weniger Schaden. Eine schwere Waffe vielleicht. Einen starken Angriff. Wow, oder ich treffe auch gar nicht erst. Nö. Auch egal. Na gut. So kann man es auch machen. Dann beschädige ich. Oh. Alter, die machen gar nicht so wenig Damage. Na gut, mache ich halt. Muss ich trotzdem meine Ausdauer mehrfach leer schlagen. Egal. Passiert. Ich will den da vorne. Alter! Ich muss sagen, ich finde diese Schleime leicht anstrengend. Ich dachte jetzt mit meinem Eisschwert könnte ich jetzt auftrumpfen, aber scheint ja auch nicht wirklich zu helfen. Bam, bam, bam. Und zurück. Aus der regenerieren. Bam, bam. Oh Mann, die Folge heißt irgendwie Schleime kloppen oder sowas. Oder immer auf die Schleimer oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Vielleicht heißt die auch ganz anders, weil ich es einfach vergessen habe, aber. Das wäre auf jeden Fall ein passender Name. Alter, 24 Minuten schon. Na gut, ich bin zum nächsten Bonfire gekommen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Auch wenn ich einen Sprung verkackt habe, und zwar hart. Vielleicht komme ich von hier aus wieder zu dem Ding hin. Das könnte ja sein. Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das hier jetzt das ist. Dass das andere halt eine Abkürzung gewesen wäre. Das kann ich gleich mal gucken. Also es sieht sehr danach aus, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall nice. Ja, Estus-Flakon. Nice. Okay. Ich habe fast 20.000 Seelen. Ich kann mir auch bald mal den Dings kaufen, den Schlüssel. Hier war ja nichts mehr, ne? Hier war ja nur schöne Übersicht verschaffen, oder? Sieht so aus. Hier oben ist vielleicht auch noch eine Schützenposition.
Ja, das Ding wollte ich gar nicht anvisieren. Kann ich den von hier oben abschießen? Nicht so. Okay. Alter, entspannt euch mal. Ganz ruhig. So, ich hatte ja, glaube ich, keinen mehr von diesen Ekelgegnern vor mir im Moment. Weil da geht es ja jetzt erstmal weiter und da habe ich ja noch nichts gemacht. Okay. Das heißt, ich werde jetzt einmal zurück zum Schrein reisen. Reisen? Feuerschrein? Ein bisschen aufleveln. Und dann werde ich ein paar... Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Quatsch. Ich hab's vergessen. Verdammt. Ach ja, natürlich die erste Falkonscherbe aufwerten. Einlösen. Dann habe ich schon mal 10. Das ist nice. Jeder weitere kann mir auf jeden Fall nur helfen. Nein, das war's nicht. Ich klicke mal auf Estus Flakon Beziehungsdinger. Okay, nice. Aufwerten kann ich auch nicht, ne? Junge. Verstärken, nein, nein und nein. Na toll. Dafür habe ich... Alter, wie viele... Oh, achso, ich habe genau, das Uchi-Katana habe ich ja auch. Uchi-Katana, nicht Uchi-Katana, so. Irgendeine Stärkewaffe, die ich noch brauche? Nee. Für die meisten Sachen mehr Geschicklichkeit. Aber brauche ich eigentlich im Moment nicht unbedingt. Ich brauche mehr Stärke. Ich brauche mehr Schaden eigentlich im Moment. Und mehr Kondition. Aufsteigen. Ja, ja, ich weiß, ich soll die Touch. Die Touch. Genau. Die Finsternis in die Touch. So, jetzt wollte ich auf 15 gehen. Und danach wollte ich Stärke weiter auf. What the fuck, Alter? Okay, das kostet eine Menge. 11.000, okay. Krass, hatte ich irgendwie nicht mehr so im Kopf. Aber okay, habe ich meine Kondition ein bisschen erhöht. Ja, ich habe im Moment noch relativ viele Wege offen. Das mag ich, muss ich sagen. Reisen. Dämonenruinen. Vorzimmer des alten Königs. Ist das? Ich glaube, das da ist das Vorzimmer des alten Königs, oder? Muss ich mal kurz gucken. Ich dachte gerade, das Telefon klingelt. Aber ich mache ja sowieso die Folge erstmal zu Ende, bevor ich da weitergehe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.